Heute möchte ich euch mit dem ganz kurzen Video informieren über sichere Geldanlagen bei politischen Krisen oder in politische Krisen. Und das rundet das Ganze ab. Ich hatte ja schon gesprochen über Geldanlagen bei persönlichen Krisen, bei Geldanlagen oder sichere Geldanlagen bei Wirtschaftskrisen und jetzt, wie gesagt, nochmal sichere Geldanlagen bei politischen Krisen. Ähnlich wie in einer Wirtschaftskrise. Empfehle ich auch hier Sachwerte, aber dazu gleich mehr. Vorab möchte ich noch mal auf einen Kommentar eingehen, der mich erreicht hat auf dem YouTube-Kanal. Und da hat jemand geschrieben, wie kann das sein? Du empfiehlst hier Edelmetalle wie Gold und Silber. Die sind doch gefallen und fallen ständig weiter und so weiter, so sinngemäß. Ich will das jetzt mal ein bisschen diplomatischer ausdrücken, wie er es geschrieben hat. Aber da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Viele Kommentare wurden ja schon abgegeben, denen ich voll und ganz zustimmen kann. Gold und Silber ist eine Krisenwährung. Also das ist der Versicherungsschutz für eine Krise. Und man sollte immer, egal in welchem Marktumfeld, so 5 bis 10% in Edelmetalle investieren. Und natürlich auch in solchen Zeiten, wo Negativzinsen, Nullzins und so weiter immer mehr zunehmen, dass man letztendlich dann auch mehr in Edelmetalle geht. Und was liegt natürlich näher, in Anlageklassen zu gehen, die gefallen sind, auch extrem gefallen sind in den letzten 6, 7 Jahre und nicht zu investieren, wenn es sehr hoch ist, der Kurs. Und im Vergleich zu Unternehmensbeteiligungen oder im Vergleich zu Immobilien sind gerade im Moment die Edelmetalle sehr, sehr günstig, vor allem Silber. Also ich weise nochmal darauf hin, dass Silber extrem unterbewertet ist im Verhältnis zu Gold. Das heißt, wenn man überlegt, Edelmetalle zu kaufen, dann tendiere ich sogar oder empfehle ich sogar mehr in Silber zu investieren. Ich empfehle auf jeden Fall, wie auch schon öfter erwähnt, den Schutz, dass man Edelmetalle vor Ort hat, also als Basisschutz anonym vor Ort kaufen und das irgendwo einlagern. Das schadet, wie gesagt, nichts. Aber wie gesagt, jetzt nochmal zu Geldanlagen, zu sicheren Geldanlagen in politischen Krisen, ähnlich wie bei Wirtschaftskrisen. In einer politischen Krise werden die Papiergeldsysteme, wie jetzt die Kapitallebensversicherung, Bausparverträge, Festgeldkonten, also Papierwerte, die werden natürlich massiv fallen, ja, beziehungsweise gänzlich vernichtet. Das liegt an dem Geldsystem, an dem Leistungsversprechen, was Papiergeldwährungen immer wieder haben. Und über die Jahre, was ich auch schon gesagt habe, sind immer wieder die Währungen verschwunden, kam immer wieder ein neues System, neues Geld und die meisten Menschen wurden hier enteignet. Und deswegen sind auch hier Sachwerte in so einer Phase absolut geeignet und ich wüsste jetzt auch nicht, was es da außer Gold, Silber, Platin, Palladium oder diesen Technologiemetallen noch gibt, weil auch Immobilien gerade in so einer Krise auch erheblich an Wert verlieren. Und wie gesagt, wichtig ist auch die Mobilität, dass man auch hier relativ schnell von A nach B kommen kann. Und da sind natürlich auch Goldmünzen, kleine Einheiten, empfehlen wir ganz klar, auch sehr gut geeignet. Ich möchte euch ein Beispiel aus jüngerer Zeit mal nennen, weil viele Beispiele werden ja immer mal genannt von 100 Jahren zurück oder von 1000 Jahren zurück und viele sprechen mich an, ja, vor 300, 500 Jahren oder 100 Jahren, 120 Jahren. Nehmen wir doch mal ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit. Jetzt habe ich mich hingesetzt, habe ein bisschen recherchiert und habe für euch mal ein gutes Beispiel, was ich euch hier mal näher bringen möchte. Und zwar gehen wir mal 16, 17 Jahre zurück, 17 Jahre knapp zurück, ins Jahr 2001. Genauer gesagt, gehen wir zurück auf den 31.12.2001. Ich kann mich noch ganz gut an den Tag erinnern, Silvesterabend, kurz vor der Euro-Einführung. Und ich war mit Freunden noch in einem Schnellrestaurant, ich will jetzt gar keine Namen nennen, und wir haben da noch einen Burger gegessen. Ein Hamburger, der hatte damals gekostet 1 D-Mark, dazu aber später gleich mehr. Nehmen wir an, ihr habt 200 D-Mark gehabt und habt jetzt gesagt, naja gut, ich traue dem Euro nicht, der kommt jetzt die nächsten 12 Stunden. Ich möchte einfach meine D-Mark, meine gute alte D-Mark noch
in sichere Anlagen tauschen, unter anderem in Goldmünzen. Und dann hättet ihr definitiv also am 31.12.2001 für 200 D-Mark 11,2 Gramm Gold erhalten. Der Freund von euch hat gesagt: Ach nee, du mit deinem Gold, alles Blödsinn, viel zu teuer, bringt keine Zinsen, kannst du vergessen. Ich vertraue der Bank, das hat immer schon funktioniert, Garantie und so weiter. Ich gehe zur Bank, ich bekomme da jetzt 5%, garantiert die nächsten 15 Jahre, 16 Jahre oder 17 Jahre. Ich mache das. Gesagt, getan, eröffnet ein Bankkonto, zahlt die 200 D-Mark ein. Und heute, genau heute, treffen die sich und sagen: So, jetzt gucken wir mal, was hat sich jetzt mit unseren Geldanlagen, was ist da passiert? Ja. Und der Kollege schaut sich das Ganze an, der nimmt seine 11,2 Gramm Gold und schaut auf den Tageskurs und sieht heute, ganz gleich, ich habe es eben gerade mir mal angeschaut, circa 380 Euro würde er bekommen, wenn er sein Gold tauscht. Der andere geht auf sein Konto, zieht sich einen Kontoauszug und er bekommt heute 170 Euro. So. Und jetzt kommt das Interessante: Was hat das mit dem Hamburger zu tun? Vor knapp 17 Jahren, also am 31.12.2001, habt ihr für diesen Hamburger 1 Mark bezahlt und heute kostet genau der gleiche Hamburger 1 Euro. Was bekommt ihr jetzt für die 175 oder 180 Euro? Natürlich 180 Hamburger. Und der andere mit seiner Goldanlage: Es ist nichts passiert. Er geht hin mit seinem, tauscht in Euro und bekommt statt 180 Burger 375 oder 380. Wollen wir jetzt nicht über 5 Euro hin oder her sprechen. Er bekommt auf jeden Fall deutlich mehr. Und der andere hätte vor 17 Jahren für diese 200 D-Mark 200 bekommen und er bekommt jetzt 10%, also knapp 180 Burger, also 10% weniger zu essen. Das sollte euch zu denken geben und generell mal über das ganze Thema sichere Geldanlage nachdenken. Es geht, wie gesagt, nicht darum, 50, 80, 100% in Edelmetalle zu investieren, aber zumindest einen kleinen Bruchteil des Vermögens, auch des laufenden Vermögens, in echte Werte, in Sicherheiten zu investieren. Wie gesagt, ich empfehle auch hier, schaut euch einfach mal mein neues Webinar an. Hier gehe ich noch weiter auf Hintergründe ein. Es ist recht interessant. Und für den das mehr interessiert, auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, das war es auch schon heute von meiner Seite mit dem kurzen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder ihr abonniert einfach meinen Kanal. Ich kann euch heute schon sagen, ich werde jetzt öfters wöchentlich, wahrscheinlich einmal die Woche, ein kurzes Video drehen und das hochladen. Und da geht es immer um ja, Geldanlagen, sichere Geldanlagen und Wahrheit, Klarheit und Transparenz bei den Geldanlagen. Und das wünsche ich euch auch alles Gute und wie gesagt, nicht nur bei euren Geldanlagen. Euer Daniel Sauer.